Die Frauen am Brunnen, Ende September 2023. Und heute haben wir gedacht, übers Älterwerden zu sprechen und durch die Spirale durchzugehen, nicht? Das war unser Thema für heute. Vorher wie immer kurzes Check-in. Wer mag anfangen? Ja, ich kann gern anfangen, weil bei mir ist die Stummschaltung nicht an. Also ich war jetzt das erste Mal nach vielen Wochen wieder beim Contact-Tanzen. Mich hat hier die junge, na, wurscht, mitgenommen, weil ich ja keinen Führerschein habe, 4 Wochen lang und so. Und das habe ich jetzt richtig genossen. Also genau, also die Bewunderung, dass eine ältere Dame so beweglich ist. Und ich sage immer, es ist Körperlust. Also wenn es mir nicht Freude machen würde, so beweglich zu sein, dann ja, aber es ist einfach für mich eine Brücke. Für mich ist mein gutes Körpergefühl eine Brücke, eine gute. Genau, danke. Ich gebe weiter an die Erika. Ja, das ist gut, dass du an mich weitergibst, weil ich hätte mich jetzt gleich angeschlossen bei dir, weil ich habe nämlich momentan kein gutes Körpergefühl. Jetzt sitze ich schon fast 4,5 Wochen im Rollstuhl und hab ein gebrochenes Bein und ich könnte losrennen am liebsten. Und was der Gewinn jetzt von dem Ganzen ist, ist, dass ich auch so eine ganz andere Perspektive einnehmen kann. Also, dass ich jetzt tatsächlich weiß, wie es Leuten im Rollstuhl geht, auch wenn man behindert ist, wenn ich mich draußen blicken lasse, auch bei den Nachbarn und so, jeder kommt gleich her und will mich dann irgendwo hinfahren und so. Und hier im Haus erlebe ich, dass ich mir alles so zurechtstelle und dass ich irgendwie einfach möglichst selbstständig und alleine alles machen kann. Also für mich ist es auch so ein bisschen eine Vorbereitung auch auf unser Thema, auch aufs Älterwerden. Und ich merke das an allen Ecken und Enden, an meiner Hüfte, an meinen Arthrose-Knöllchen überall, also die ja jetzt noch gar nicht so sichtbar sind, aber ich kenne die Finger meiner Mutter. Und ja, also ich merke das und das ist ein Thema, das mich eigentlich immer interessiert. Genau. Dann gebe ich an dich weiter, Marie-Rose. Ja, seid gegrüßt. Ich freue mich auf eine reine Frauenrunde mal wieder. Ist schon komisch. Ich fühle mich ja einfach wohl. Es ist, oder ja, meistens ja. Ja, mir geht es soweit gut. Der Tumor ist in den 2 oder 3 Monaten, seit die Antikörpertherapie beendet wurde, ist der Tumor wieder neu gewachsen und jetzt steht da eine OP an im Ende des Monats. Gut, das ist dann einfach, beschäftigt mich, denn ich bin halt dann da wieder damit beschäftigt. ja, aber es ist schon so oft passiert, so oft jetzt im Ganzen habe ich ja schon 6 Mal eine Krebsdiagnose gehabt. Also es ist einfach, irgendwie gehört es schon zu meinem Leben dazu, diese Ängste dann, wenn wieder was ist und dieses, ja, was, wie damit umgehen. Und ansonsten freue ich mich gerade, weil es bei meiner Nachbarin so viele gute Äpfel an dem Baum gibt und ich schon so viele Äpfel jetzt gepflückt habe. Meine Holzkiste ist voll mit dem Nachbarn. Von der anderen Seite werde ich noch Apfelkompott machen. Und es gibt viele Walnüsse, habe ich auch schon jetzt jeden Tag welche gegessen und freue mich, das sind so Sachen, die mich erfreuen, wie auch meine Enkelkinder, meine Mutter hat auch wieder gerade eine schwierige Zeit und ja, da gucken wir jetzt auch, dass jeden Tag einer von uns hingeht, weil sie sehr instabil ist. Und so bin ich rundum gut beschäftigt, kann man sagen. Zwischendurch habe ich ein wunderbares Buch nochmal gefunden über Quantenphysik und Bewusstsein, wo wirklich alles, was darüber auch wirklich in den letzten Jahren von Anfang an und was es da in unterschiedlichen Wissenschaften
erforscht und gefunden wurde, wo das so ein bisschen zusammengetragen ist. Und das ist abends vor dem Einschlafen, die paar Kapitel, die ich dann da lese, machen mir auch noch richtig, richtig Freude und lassen mich gut einschlafen. Da ist es, wo ich jetzt gerade dran bin. Und dann gebe ich weiter an dich, Birgitta. Ja, ich komme gerade aus dem Garten. Ich habe gerade ganz viele Butternut-Kürbisse geerntet und würde sie euch gerne welche geben, aber das ist ein bisschen schwierig und schwer gearbeitet, aber das macht mir derzeit Freude. Und vorher war ich in Schottland auf der Insel Iona und das war eine nicht unanstrengende, aber wunderschöne Reise und eine Woche auf der Insel und ich war sehr traurig, die Insel zu verlassen. Und dort habe ich mich auch mit dem keltischen Christentum beschäftigt. Das war sehr interessant. Da hat einer ein gutes Buch geschrieben. Wenn es euch interessiert, kann ich es da nochmal reingeben. Und ja, soweit einstweilen für jetzt. Und ich wusste nicht, dass du mit Krebs zu tun hast, Marie-Rose. Das war für mich jetzt neu. Und ich habe eine gute Freundin, die hat auch Schwerkrebs und es ist rundherum immer wieder, aber gut, dass wir dich so sehen. Danke, weiter an dir, Heidi. Ja, danke. Ja, ich bin im Moment ziemlich aktiv. Da tut mir auch der Rücken weh. Und da frage ich mich auf unser Thema, ist es jetzt, weil ich old bin oder ist das vielleicht auch wegen der Arbeit? Ich habe nämlich gestern so eine kleine Handmotorsäge gekauft mit Batterie. Also wirklich eine kleine. Und da kann ich in die, und die ist enorm potent. Und da bin ich in den Olivenbäumen drin, in den kleinen, die keine Früchte dieses Jahr haben, und bin da am Schnippeln und machen und bin richtig zufrieden. Denn früher musstest du dann entweder mit dem großen Ding gehen und es ist noch schwerer oder sägen und machen und tun. Und ja, und jetzt ist das, ich habe heute drei kleine Bäumchen geschafft und sonst jeden Tag zwei oder drei, auch früh und Nachmittag. Das macht mir gerade im Moment richtig Spaß. Ja. Das ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung, aber ich bin gerade am Thema gucken. Ich habe mal irgendwann ein Interview gemacht mit jemandem über Altwerden und das, ach ja, das war die Lorraine Laubscher aus Südafrika. Und sie sagte, das war ungefähr ein paar Monate bevor sie starb und sie war schon weit über 90, glaube ich. Die hat mit 83, glaube ich, ihre Doktorarbeit gemacht. Also ist eine erstaunliche Frau gewesen. Und die sagte, die war sehr in Spiral Dynamics, die hat mit Don Beck zusammengearbeitet in Südafrika. Und die sagte, es ist praktisch ein Zurückspiralen bis irgendwann mal wieder zu beige. Und das fand ich doch sehr interessant. Und das wollte ich jetzt so als Impuls mitgeben. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Also ich bin definitiv noch nicht in beige. Manchmal denke ich das natürlich, wenn ich mal aufstehe nachts und dann wird es mir schwindelig, denke ich, oh Gott, schon wieder, ist das jetzt das Alter oder so, ne? Oder der Rücken. Aber wo sind wir gerade mit den Zipperleins und mit dem, muss man da schon zu beige gehen? Wann ist man in beige? Wann ist man in noch zum Beispiel in Blau? Wann sind wir noch möglicherweise in Integral? Was bringt uns weg davon, sagen wir mal, von unserem höchsten Possibility? Oder kommen wir vielleicht gerade dahin? Frage in die Runde. Also ich sag mal gleich, in dieser Runde ist noch niemand runter auf blau oder rot oder beige. Ganz sicher nicht. Ich kann das ja schon auch, wenn ich jetzt meine Mutter gucke, die ist tatsächlich irgendwann regrediert in den letzten 10 Jahren, sag ich mal, ne? Und das ist so klar dann, wenn sie schwer, als sie schwerpunktmäßig von orange nach blau gegangen ist und oder als die ihre postmodernen Seiten auf einmal nicht mehr da waren nach dem Tod meines Vaters. Das sind klar,
das hat sich sehr klar gezeigt, ne? Also wir haben vielleicht mal, gut, wenn ich jetzt krank bin und im Krankenhaus liege nach einer OP, gell, dann natürlich, dann bin ich nur noch beige, aber trotzdem im Kopf nicht, ne? Aber dann sind die beige, die Grundlebensbedürfnisse, die sind dann einfach so massiv, dass die einfach im Vordergrund stehen. Das heißt aber nicht, dass ich da stabil regrediert habe, sondern das ist eine Phase, wo das wirklich im Vordergrund steht, weil da was gesunden muss, oder? Ja. Auch bei Menschen, die in Katastrophengebieten sind, auch zeitweise unter Umständen manche, also diese Beige oder das Purpurne, das Stammesbewusstsein, das wirklich die Zugehörigkeit und nicht allein dastehen mit den ganzen Problemen, wo das Individuum nicht mehr zählt, kann mal im Vordergrund sein, aber da ist trotzdem im Hintergrund, ist das keine stabile Regression. So sehe ich es. Ich Und frage mich wir sowieso. haben, jeder hat sowieso ja dieses Psychogramm, diese unterschiedlichen Kompetenzlinien, Intelligenzlinien, wo wir auf unterschiedlichen Niveaus stabil sind, ne? Und auch da natürlich wieder so ein leichtes Jonglieren. Mal sind wir besser, mal sind wir schwächer. Entschuldige, Marilos, dass ich da reingefahren bin. Ich habe gedacht, du bist fertig. Ich wollte fragen, ist es zwangsläufig so, dass der Bogen wirklich zurückgeht in beige? Also, weil es gibt doch ein paar Beispiele von Menschen, die wirklich bis zu, keine Ahnung, ein paar Tage vor ihrem Tod, also wirklich nur Radl gefahren sind und geistig fit waren. Also, ich meine, das ist ja der Traum letztendlich, eben eine relativ kurze Phase zu haben, wo man einfach weiß, es geht zu Ende und nicht dieses Dahin. Ja, also was mir zum Beispiel Angst macht als Alleinlebende. Ja, und wir haben heute, wenn ich vergleiche die Frauen, heute ist eine 77 geworden von meinen Tanzfrauen. Also die meisten sind jetzt zwischen 77 und 80 und es ist unglaublich, wie fit die sind, bis auf eine. Die kam tatsächlich an zum Feiern heute an Starnberger See. Und die ist störrisch gewesen und hat gesagt, und sie will da jetzt sitzen und sie will nicht auf die S-Bahn gehen. Und wie seht ihr mich? Also, wo man nicht genau weiß, wie weit ist sie mit ihrer Demenz? Wir wissen es nicht genau. Also, so eine gewisse Hilflosigkeit, wie auch wirklich damit umgehen. Und was mir halt jetzt einfach auch noch einfällt, ist sowas wie, es wird uns noch die letzte Lebensstufe uns neuen Räumen jung entgegensenden. Also diese Frage eben, was ist eigentlich Weisheit? Also diese Altersweisheit. Ich bin jetzt nimmer fit, was Spiral Dynamics anlangt. Da bin ich froh, wenn ihr das vielleicht noch ergänzt, weil ich zum Beispiel mir vorhin gerade überlegt habe, was heißt denn der Rückschritt sozusagen in Blau und Rot. Was wäre das, Marie-Rose? Ja, weil blau sind halt die Regeln, die Ordnung ist wichtig. Es ist wichtig, dass es da eine Wahrheit gibt, an die man sich halten kann, gell? Und das macht einen Unterschied zu Orange, wo man überlegt, ach ja, es könnte auch so sein, wenn das so ist, dann kommen so Argumente mit Argumentenfunk dann. Und bei blau wird man wirklich rigider und es gibt eine Wahrheit und man braucht eine Wahrheit, die draußen ist, ne? An die man glauben kann. Und wenn es dann in Richtung Rot geht, also dann ist die Eigenmächtigkeit und die Eigenwirksamkeit wird extrem wichtig. Und dann passiert es leider, dass man andere Mitmenschen eher benutzt, dass die für das eigene wichtig sind, wenn die sich nicht abgrenzen, ne? Dass diese Grenzen verfliegen. Da ist das Ich ist so stark, ich will jetzt leben, ich will mein Leben, ich will machen, ich will die Kontrolle haben.
dann wird das der Schwerpunkt im Verhalten. Das wollte ich vorhin schon die Anna fragen. Mit Demenz wäre das dann in Rot, wenn die Leute dann irgendwie auf irgendwas beharren und du sagst irgendwann, sie will nicht in die S-Bahn. Habe ich so verstanden, dass sie sich nicht, dass sie sich widersetzt dem Plan und so? Das hört sich so an. Ja, also und der Umgang, also das ist ein eigenes Thema. Das ist ja inzwischen ein eigener Beruf. Wie geht man mit dementen Menschen um? Also weil man denen ja nichts ausreden darf. Und wir jetzt als Freundinnen sozusagen, wir sind ja unglaublich, ist ja unglaublich schwer. Man will ja nicht kränken. Also die ist in einem so einem Zwischenstadium. Auf der einen Seite gibt es Tage oder macht sie einen ganz klaren Eindruck und dann wieder gar nicht. Also es ist unklar. Aber ich fand eben das jetzt spannend mit dem, okay, mit dem Rückschritt, wobei mich persönlich eher das interessiert, die Wertschätzung des Alters. Also jetzt weniger diese Bedrohung, die Sorge im Regredieren, sondern eigentlich der Fortschritt. Also wie gesagt, heute beim Tanzen sagt eben einer, also mein, wann beginnt das Alter? Wo habe ich dann geantwortet? Ältere Dame, was bitteschön ist denn Alter? Wann geht es denn los eigentlich? Wann sind wir all, nicht? Ja. Ich bin auch überzeugt, dass man nicht so vom Weltbild her nicht regredieren muss. Und meine Frage ist, was mich interessiert, welche Menschen schaffen das und was braucht es, damit man nicht von der die Komplexität des Weltbildes trotzdem nicht geringer werden muss, dass man da nicht eben regressieren muss. Ja, was braucht es? Ist es da die Spiritualität, die Verankerung? Ist es das, wie geht man um mit körperlich, dass man körperlich ja, vielleicht älter wird und geistig trotzdem bleiben kann mit einem geöffneten Herzen auch. Das ist mir auch wichtig im Alter. Dass das Herz offen bleibt, dass man liebevoll bleibt, dass man das akzeptiert, was eben vielleicht doch an Altersprozessen da ist. Also Spiritualität ist ja, in gewisser Weise, wenn man nach Blau zurückkommt, da kann man ja auch in Spiritualität hängen. Und es ist für mich nicht notwendigerweise ein Weg, um in der Komplexität zu bleiben. Für mich wäre es vielleicht eher in der Kreativität zu bleiben, im Tun bleiben, im nicht sich hängen lassen, sondern begeistert bleiben für irgendwas, für Neues. Und möglichst viel, also natürlich nicht jeden Tag was Neues, aber sich auch darauf einlassen auf Sachen und Inspirierungen entweder selber auch ausgeben, ausstrahlen oder von anderen übernehmen können. Ich finde schade, dass die Monja heute nicht da ist, weil die ist ja doch ein relativ im Vergleich zu uns, glaube ich, eher die Ältere, oder? Stimmt das? Und sie ist mir eigentlich irgendwo auch ein Vorbild vom Altern, weil physisch hat sie auch ihre Probleme und ich habe das gemerkt bei Corona, wie ich dann diese Schwäche gehabt habe nach Corona, da habe ich das erste Mal gemerkt, hoppala, so ist das, wenn man alt ist, man kann kaum mehr was tun und so, aber Gott sei Dank hat der Kopf funktioniert, ja. Und da kreativ und interessiert zu bleiben. Was bei mir schon ist, was ich wirklich merke, diese Alltags-To-Do-Listen, die brauche ich, damit man irgendwo mein Kopf für das Wichtige immer noch frei bleibt. Irgendwie. Das Wichtige zu denken, das möchte ich mir bis ins Alter bewahren oder auch das im Herz zu spüren. Und dann andere Sachen wie, ob die Kinder das machen oder das und so, das kommt alles auf die To-Do-List und dann schaue ich wieder nach. Und das sind diese Kleinigkeiten oder was man jetzt wo machen muss und so. Aber ein anderer Gedanke war noch, dass ich schon merke in meinem Leben, ich gehe jetzt keine Spiralen zurück, das habe ich eher bei meiner Mutter wahrgenommen, wie sie wirklich im Parkinson
gelitten hat, wo sie dann wirklich manchmal wieder im Rot war oder rausgesprungen ist wieder in ihr echtes Ich und sie bedankt hat für alles, was wir ihr machen und so, wo sie dann wieder gespürt hat, die sind für mich da und so und dann wieder ganz, ja, ganz andere Welten gelebt hat. Was ich aber in meinem Leben wahrnehme, ist, dass Dinge, die in der Jugend wichtig waren, jetzt wieder auf eine andere Art wichtig werden. Jetzt habe ich zufällig eben die Möglichkeit gehabt, da mitzufahren nach Iona, weil mein Schwager dort gefilmt hat und wir waren dort, weil unser Sohn ganz klein war. Und das jetzt wieder zu erleben, das war ein wunderschönes Erlebnis. Und was anderes war, über den Film auch von meinem Schwager, die Israelzeit irgendwie wieder zu erleben oder Palästinazeit. Also die Dinge, die früher waren, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder aus dem, ja, ob er reifer ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls aus dem bewussteren Blickwinkel zu betrachten, das ist auch ein Zurückgehen, aber gleichzeitig ein Vorwärtsgehen. Das würde ich mit Integration bezeichnen oder beziehungsweise den Kreis schließen. Irgendwie. Das ist ein schönes Beispiel, ja. So, ich habe euch jetzt so zugehört und das für mich klingt es also sehr optimistisch. Also ich glaube nicht, dass ich oder dass man so viel Einfluss auch hat. Also schon sich geistig fit halten und auch körperlich, das ist für mich fast selbstverständlich, aber für mich ist es wichtig, dass ich sage, ich gehe mit dem einfach, was kommt und ich weiß nicht, was kommt. Ich habe jetzt vor 2 Monaten oder ich weiß gar nicht wann, habe ich eine Freundin besucht, die jetzt eigentlich ein Antibeispiel ist für das, dass man jetzt, sage ich mal, mit 95 noch so fit ist. Die Lucy, die ist 72 und die war immer, also die war Redakteurin und die war immer dermaßen aufgeschlossen und total belesen und hat Bücherlesungen veranstaltet und war total fit. Und ich bin da hingekommen, ich hatte das gar nicht erwartet und habe sie so wirklich am Anfang einer Demenz erlebt. Das war für mich also schwierig und interessant und wir haben schöne Tage miteinander verbracht und ich konnte da auch mal auch so richtig eintauchen und sie ist in der Lage, das zu sehen, also jetzt, dass da jetzt was in ihr stattfindet, ein Prozess, was einfach auch ein Abbauprozess ist und was für mich einfach so wichtig war, ist, dass wenn das mal so kommen sollte oder so, dann ist es für mich total wichtig, wie meine Wohnsituation ist. Also, dass ich möglichst selbstständig jetzt in meiner Wohnung leben kann und auch eine Verbindung zu außen habe. Und was noch wichtig ist, dass ich einfach in einer Gemeinschaft bin von Menschen, von Frauen, ja, Menschen, sage ich mal, eher, also ich sehe mich da auch eher in einer Gemeinschaft von Frauen, natürlich auch Männern, so dieses gemeinsame Altern. Also ich kenne ja auch Freundinnen schon relativ lange, viele, und das ist so schön, sich da auch so drüber zu unterhalten und diesen Prozess und das, ja, also das ist für mich so mit das Wichtigste. Und ich bin da jetzt nicht so optimistisch, dass mich das jetzt, so eine Demenz oder dass mich das jetzt nicht treffen könnte. Aber ich möchte vorher mich da ein bisschen drauf einstellen. Und wie gesagt, auch diese Weisheit, also mir so spirituell auch erarbeiten, einfach ich gehe mit dem, was kommt, jeden Tag so. Das ist so eher so meine Richtung.
Und da habe ich mal so einen netten Satz gelesen, dass man froh sein kann, wenn man mit Menschen zusammen ist und frühstückt, die dann milde mit einem sind, wenn man sich mit einem Wurststradl die Brille putzt. Genau, dann gebe ich weiter. Also mir fällt jetzt was, soll man sagen, Despektierliches ein. Also ich weiß nicht, wir nennen uns ja integral, gehen jetzt die Spirale durch und ich muss sagen, ich habe Ken Wilber, als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, der ist ja noch ein bisschen älter als ich zum Beispiel. Und dann habe ich eben gesehen, er war berühmt für seinen Body. Also es kursieren ja immer noch Fotos von ihm, wie gut er, was für einen schönen Körper er hatte. Und immer, ich habe eh Mühe gehabt, ihm zuzuhören, wie er gesprochen hat. Und ich muss sagen, ich bin fast zurückgeprallt, als ich ihn gesehen habe mit Perücke. Weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Also wo ich mir gedacht habe, hat er das Recht auch? Also wir können uns, glaube ich, in Männer, die ihre Haare verlieren, gar nicht wirklich einfühlen, wie das ist. Ich glaube, das ist wirklich nicht leicht, aber eben so spät noch. Und also was kann man erwarten von älteren Menschen? Ja, also es ist schon spannend oder interessant, würde mich jetzt euer Feedback interessieren. Im Hinblick auf Akzeptanz dessen, was ist, Aussehen, die körperliche Verfassung. Ja. Mein Mann, der Josef, der hat ja auch Krebs gehabt, beziehungsweise hat er jetzt eine Remission von so einem Myelom und ist jetzt stabil. Die Blutwerte sind gut, aber der brauchte Stammzellentransplantation und alles und hat wirklich eine schwierige Zeit mitgemacht und hat das psychisch echt gut getragen. Also da war ihm das, da war ich echt voller Bewunderung, weil es waren alles Mögliche dabei, was nicht einfach zu tragen war. Auch das mit den Haaren, durch die musste, ich meine, er musste nicht rasieren, aber da rasiert man sie halt dann, wenn die ausgehen, ja. Und dann hat er eine neue Brille gekauft und dann ist er immer in der Sonne gewesen, weil das gut ist für die Knochen. Und dann war er dünner wie vorher. Der hat echt ausgeschaut wie der Gandhi. Also da haben wir immer gelacht mit der Brille und ohne Haare und ganz braun gebrannt. Er hat eine Zeit lang ausgeschaut wie der Gandhi. Und er war aber innerlich so stabil und hat das gut getragen, auch bis jetzt. Was ihm wirklich eher den Zahn gezogen hat, war, dass er leider Dings gekriegt hat, eine Gürtelrose. Und die war jetzt nicht so leicht zu tragen für ihn. Und die wird durch die Therapie gefördert. Und dann hat die Impfung, wir dachten, er braucht nur eine Impfung, dabei braucht man da zwei Impfungen und die hat dann nicht geholfen. Und jedenfalls hat er dann lang laboriert. Das war wirklich schwierig für ihn. Aber wie er mit seiner Grunderkrankung umgegangen ist, da war ich voller Bewunderung. Und er hat auch nicht mehr seinen griechischen Body, den er mal gehabt hat, weil das Ganze im Rücken sitzt und da ist jetzt Metall drin und jetzt ist er anders, ja. Aber ja, es ist seltsam, dass so eine schwere Krankheit oft, also für ihn leichter zu tragen war, als wie diese blöde Gürtelrose, die dann nur nachgekommen ist, ja. Mag zurückkommen, dass das, was du gesagt hast, Erika, sich körperlich und geistig fit halten. Also da fallen mir dann gleich eben aus dem Integralen eben auch eine oder aus wo auch immer, also gleich noch eine ganze Menge andere Entwicklungslinien ein, die man auch fit halten könnte. Emotional sich fit halten,
wie Schattenarbeit, ne, machen oder sozial, im Sozialen drin bleiben, ne? Weil viele Menschen, oder es gibt ja auch Menschen, die dann, wenn sie nicht mehr mobil genug sind, dann bleiben sie eben zu Hause und sitzen nur noch vorm Fernseher und bauen sozial ab, ne? Oder was, und was gibt es noch, ne? Also körperlich, emotional, geistig, sozial, mental, spirituell. Ja. Ja, das sind ja diese ganzen multiplen Intelligenzen, die man sich dann praktisch beibehält. Aber, und nicht aber, sondern und. Ich habe ja auch jetzt eine Zeit lang in so einem Pflegeheim auch gearbeitet und wo ich auch mit Verwandten auch öfters mal ins Gespräch gekommen bin. Und die sah, also die haben dann einfach auch so erzählt jetzt über ihre Mutter oder also meistens waren es dann Frauen, die gesagt haben, der ist ja fast nie ein böses Wort über die Lippen gekommen und die war so gelassen und wir erkennen die gar nicht mehr wieder, weil manche Alten, und das ist ja ein Phänomen auch, die werden dann auch richtig böse und verdächtigen und. Ja, auch bei Menschen, eben, die überhaupt nicht die Disposition hatten. Ja. Eine meiner größten Ängste oder was ich nicht möchte, ich möchte einfach dann meiner Umwelt irgendwie nicht so auf die Nerven gehen, weil sowas zerrt auch total an den Nerven der Angehörigen. Die kommen dann und irgendwie ist das alles immer so, ja, sind dann einfach auch schnell froh, wenn sie wieder weg sind und wenn sie. So und also das ist sowas, was mich beschäftigt. Und ich kenne ja auch alt, die dann ewig, keine Ahnung, gerade bei Männern, die dir dann einfach, die reden und reden und reden und ja, wo man dann so, ja, einfach anfängt, seiner Umgebung auf die Nerven zu gehen und belastend zu werden. Und das ist sowas, das da, also das lässt mein Ego gerade irgendwie überhaupt nicht zu. Also ich denke, oder was ich jetzt eben sehe das letzte Jahr mit meiner Mutter, und wo ich mich weiter informiert habe und auch im Gespräch bin mit denen, also es gibt eine Demenz und das ist die Frontalkortex, gerade auf der linken Seite, wenn die Demenz da ist, das bringt Impulsivität und Aggressivität hervor. Da kann man nichts dagegen machen, da kann man nicht vorbeugen. Wenn das da in oder vielleicht, was weiß ich was, also jedenfalls, wenn die Demenz in dem linken Kortex, Frontalkortex sitzt, dann kommt es zu dieser Impulsivität und Aggressivität. Es gibt sicher andere Sachen wie das, wie du gesagt hast, ja, Menschen, die reden und reden. Frage ich mich auch manchmal, oder wenn man nicht mehr wirklich die Kommunikation so erlebt, ich höre dich, du hörst mich, ich höre, dass du mich hörst, du hörst, dass ich dich höre. Ob diese Qualität, ob man die bewusst sicher üben kann und pflegen kann. Also das ist mir auch ein Anliegen, dass ich da in dem Punkt nicht abrutsche. Aber ob ich es, wo Demenz und wie Demenz wirkt, ja, ist ungewiss. In dem Buch, wo ich gerade eben da, von dem ich da erzählt habe, auch Quantenphysik und Bewusstsein, da ist auch ein sehr bekanntes Beispiel von Nonnen, wo geguckt wird, die sich bereit erklärt hatten, eben da an Studien teilzunehmen und nachher auch nach dem Tod obduziert zu werden, geguckt wird, was im Kopf ist. Und da hat es eine Nonne, zum Beispiel, es hat mehrere Nonnen gegeben, die ganz fit noch im Leben drin waren, reden konnten, also wirklich auch ganz sozial noch waren, lustig, freudig an allem teilgenommen haben. Und als ihr Gehirn dann nachher aufgeschnitten worden ist, hatten die trotzdem die ganzen Plaques und alles, was man bei der Demenz zuordnet, ne? Also es ist auch nicht immer das, was physisch im Gehirn ist, was tatsächlich anscheinend gelebt werden kann. Das sind sehr kuriose Geschichten auch. Magst du das Buch mal durchgeben dann? Das ist bestimmt Ja. interessant. Ja. Kannst du es auch sagen für die Aufnahme? Das Ja, Peter Reutsch, ja, Quantenphysik und Bewusstsein.
Danke. Und Reutsch wird geschrieben Roitzsch. Oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Danke fürs Buchstabieren. Brigitta, du, Birgitta, du Wie war dein bist. Vorname? Peter. Das Buch ist zweite Auflage von 2020. Aha, ganz aktuell. Ja, schon. Da komme ich auf Anna zurück, die sagte mit der Akzeptanz, ne? Wie ist es mit der Akzeptanz? Ich meine, so langsam einigermaßen gut geht, ist es ja fein, ne? Da akzeptiert man das ja. Da hast du eine Falte mehr oder so, ein kleines Wehwehchen da und dort. Aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dass du eben zum Beispiel, so wie du das jetzt ausprobierst, Erika, natürlich ist es nicht dauerhaft, aber immerhin, dass du plötzlich nicht mehr kräuchen kannst, ja, und Hilfe brauchst. Ja. Wenn es dann Dauerzustand, ich hab Angst nicht vor so einem Zustand, sondern dass ich weiß, das wird nicht mehr. Dass ich dann plötzlich sage, oh Gott, nee, und dass ich dann die Flügel hängen lasse. Das ist meine Angst. Es sind auch bestimmt immer wieder Schritte. Also so, ich habe in den letzten, gerade in den letzten 2 Jahren habe ich den Eindruck, ich bin um 10 Jahre geältert, ne? Älter geworden durch die Geschichten. Und dann gibt's immer wieder kleine Rückschritte und dann geht es auch wieder vorwärts. Ne? Also kann man, ja, die Akzeptanz ist nicht immer sofort da. Ne? Aber man kann trotzdem irgendwo immer wieder dahin gelangen, glaube ich. Ich habe jetzt fällt mir die Geschichte ein, meinen ehemaligen italienischen Partner, als der einen Schlaganfall hatte und im Krankenhaus war und alle dann noch seine neue Partnerin wollte, dass er noch untersucht wird und hin und her und da müsste das gemacht werden. Und als ich ihn sah, war mir klar, dass das zum Ende führt, ja. Und Gott sei Dank haben seine Kinder dann auch verhindert, dass er noch gequält wird mit allem möglichen Zeug. Und ich war dann oft stundenlang im Krankenhaus und dann kommen dann irgendwelche Schwestern an und machen irgendwas an ihm und er immer so aufgeschreckt. Und dann habe ich irgendwann mal mit ihm, also ich habe ihm immer gesagt, jetzt kommt jemand und der macht was mit dir und so, damit er nicht so erschreckt. Weil er konnte einfach nur nicht mehr sprechen, aber er hat noch alles mitgekriegt, was rum war und er war so ne, so schräg und da konnte sich in dem Sinne auch nicht mehr bewegen, aber du hast am Gesicht und an allem gesehen, was das, dass er darauf reagierte. Und sein Wahlspruch war gewesen, wenn du ein Problem hast und du kannst es verändern, warum sollst du dann weinen, also perché piangere auf Italienisch. Und wenn du ein Problem hast und du kannst es verändern, warum dann weinen? Ne? Und in dem Zusammenhang habe ich ihm dann mal irgendwann erzählt, du hast jetzt ein Problem und du kannst es nicht mehr verändern. Und ich hatte dann den Eindruck, ich habe ihn erinnert an seinen Spruch, ich hatte den Eindruck, dass er ab da ruhiger geworden ist, dass er das dann irgendwie akzeptieren konnte. Und 3, 4 Tage später ist er dann gestorben, als er hätte in ein Hospiz überführt werden sollen und dann ist er die Nacht vorher gestorben, habe ich gedacht, bravo, hast du gut gemacht. Ich würde gern nochmal zurückgehen und nicht in die letzte Lebensphase, also letzte im Sinne eben von garantiert das Ende, sondern eigentlich dieses Alters, der Altersabschnitt, wie man den eben noch gestalten kann und in Richtung Weisheit oder eben Projekt. Also was gibt's für Möglichkeiten? Du hast jetzt erzählt von deiner Freundin, wie auch immer, die promoviert hat. Es gibt ja dieses Ehepaar Görnitz. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Marie-Rose. Die haben ja, das kann man ganz viele, die haben auch Bücher über Quantenphysik geschrieben. Also die sind so witzig.
witzig im übertriebenen Sinn. Die sind zu zweit, halten Vorträge über Quantenphysik und Psychologie, ist Psychologin. Die haben 6 Kinder aufgezogen und sind jetzt im Alter total engagiert zur Aufklärung letztendlich, dass dieses Wissen der Quantenphysik ins Kollektiv reinkommt. Also ist unglaublich. Also das sind für mich Vorbilder. Mein der Gerald Hüther auch, der ist so in meinem Alter meines Wissens. Also ich merke einfach, was mich interessiert ist, keine Ahnung, jetzt zwischen 70 und 80. Es heißt ja eben, es heißt, dass man ab 80 wie abbaut, normalerweise. Genau, und wenn ich denke, eben wenn vielleicht das Tanzprojekt zu Ende geht, wir haben im Ende November die letzte Aufführung. Und dann ist eben die Frage, was gibt es für überhaupt für Altersprojekte, die wirklich spannend sind, wo es um Kreativität geht, um wirklich, wo es um was geht. Und nicht nur um im Altersheim mal die Senioren beglücken mit dem Chor oder so. Also ich merke einfach, der Motor, keine Arbeit mehr zu haben im üblichen Sinne, aber ein sinnvolles, erfülltes Leben führen. Ich sehe da zum Beispiel Gruppen wie diese hier, finde ich, dass das, wir sind ja im Moment, sind wir ja auch alle über 60, oder bist du auch schon 60, Erika? 66. 66 ist ja, wir sind also alle über 60. Und es ist sicher nicht von ungefähr, dass unsere Altersklasse sich so oft in solchen Gruppen findet. Das ist, also für mich ist das eine Möglichkeit, die mir total gut tut. Und wo ich vorher, als ich noch voll im Arbeitsprozess war, einfach nicht so viel Zeit hatte auch. Ich finde es auch sehr schön, sich so zu treffen. Mir ging es in Iona so, da gibt es ja eine Community, also das ist eine christliche Community, die aber für christlich sehr offen ist und sehr die Worte in der Messe sehr gut wählt und wo jeder seine eigenen Worte natürlich wählen kann. Und ich habe mir dann gedacht, das war so beim Evensong zum Beispiel so eine nette Gemeinschaft und so ein wohlwollendes in dieser Dunkelheit und jeder hat jeden irgendwie so akzeptiert und einfach wirklich eine offene Gemeinschaft. Und da war mir richtig leid, dass ich nicht so in der Religion mehr drinnen bin. Und habe mir gedacht, das wäre so schön, ja, so wie in der, fast wie früher, ja. Und dann denke ich mir andererseits, ich kann da wohl mitmachen und es war auch schön und ich kann da öfters hingehen, aber trotzdem braucht es noch irgendwas anderes. Und von dem her sind solche Gemeinschaften, wo man sich dann bewusst über Dinge austauschen kann, sehr, sehr, sehr wichtig. Die geben auch ein Heimatgefühl. Also bei uns ist es so, mein Mann, der ist jetzt, ich glaube, 8 oder 69, und dem gibt es wahnsinnig viel. Also der ist jetzt noch einfach im Seminarbereich und im Seminargeschäft und dem gibt es wahnsinnig viel, immer wieder auch nach außen zu treten und zu wirken und zu machen. Und bei mir ist es genau umgekehrt, dass, also mir reicht es eigentlich im Moment. Dieser Weg, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll, also mich interessiert wahnsinnig viel, ich lese wahnsinnig viel, ich höre mir Podcasts an und ich genieße es, dass ich Zeit habe, alles, was mich so interessiert und anzuhören und zu lesen und auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe, ganz egal wo, ich war gestern auf einer Beerdigung oder egal wo, im Biergarten oder so, mich interessiert es, wenn ich einfach beobachte und schaue. Und ich habe überhaupt kein, im Moment zumindest, vielleicht ändert sich das nochmal, kein Projekt so im Außen. Und meine Töchter, die sagen schon mal, Mama, du bist doch noch irgendwie fit und hast doch schon so viel gemacht und so. Mach doch mal dies und jenes und da gibt es die Ausbildung. Und meine Tochter hat gesagt, und ich würde jetzt irgendwo, keine Ahnung wo, welche Insel ist momentan so, nicht Hawaii, irgendwie so in, wo ganz viele hingehen, auch wo viele Spirituelle hingehen, wo sie Bali. Sagen, ja, meinst du Bali? Ja, genau, hat gesagt, und da kann man noch so viel lernen, dann sind so viele interessante Sachen und so. Und ich muss da irgendwie abwinken. Ich denke, also wo ich auch sage, na, also
Ja, da bin ich jetzt im Moment viel zu langweilig, aber ich finde es gerade so interessant, auch mit mir, auch dann einfach mich zu beobachten oder auch so kleine Transformationserfolge, wo ich merke, da hätte ich vor Jahren noch ganz anders reagiert und jetzt sehe ich das anders oder so auch dieses, wo ich sage, so seine eigenen Glaubenssätze nochmal anschauen und da nochmal was verändern und insofern auch andere Dinge noch zu erleben. Also das ist für mich gerade das Spannende. Also ich sehe im Außen momentan gar nichts, was mich so reizen würde. Ich glaube, dass das auch eine Typsache ist irgendwie. Ich war mein ganzes Berufsleben im Außen und das ist, also ja, mir war es jetzt auch die Zeit, wo ich jetzt hier so viel allein beim Rollstuhl, also ich meine, mir ist dann schon die Decke auf den Kopf gefallen, aber mir war es einfach nicht langweilig mehr. Dann kam wieder eine Freundin und so und ich liebe diese Gespräche auch und bei Kaffee, also richtig ganz langweilig, bei Kaffee und Kuchen und sich tot gut unterhalten und also ich vermisse, also ich habe vielleicht, ja, vielleicht ändert sich das nochmal, aber im Moment ist das schon, es geht mir jetzt eigentlich schon ganz lang so. Ja, also dieser Weg, nicht mehr im Außen Projekte zu suchen, sondern ich habe so viel, was mich auch erfüllt. Und das ist eigentlich jetzt was man so, wo ich sage, ich kann eigentlich mit nichts so wirklich aufwarten, was ich da Tolles mache, und mit was ich mich toll so beschäftige. Aber also mir reicht es. Bin ganz zufrieden damit. Nur meine Umwelt möchte mich da immer so ein bisschen pushen. Oder ich finde diese innere Arbeit, also ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass es auch Menschen gibt, die diese innere Arbeit machen. Und das ist etwas, was auch wirkt in der Welt. Davon bin ich überzeugt. Und da kommt ja wieder die Quantenphysik rein, nicht? Wieso kommt da die Quantenphysik? Na, insofern, dass die Felder und so, das ist alles, es wirkt, die Energien wirken, nicht? Und Es ja. passiert nichts, die Quantenphysik sagt, es passiert nichts, was nicht irgendwo, was keine Reaktion auch hat. Ja, so wirkt alles, ja. Alles wirkt irgendwo. Ja, und ich denke, das war ja eigentlich schon lange so, dass die Menschen, die sich spirituell beschäftigt haben, zumindest glaubten, dass es einen Sinn macht, ne, für die Welt. Und mittlerweile gab es ja auch so Untersuchungen, wo man gemeinsam Heilung hinschickt mit Meditation und sowas. Und es scheint ja wirklich so auch wissenschaftlich bewiesen zu sein, dass das funktionieren kann, ja. Insofern, ja, das ist auch, was ich mir sage. Manchmal denke ich, oh Gott, ich müsste eigentlich noch mehr tun und machen und so und das, was ich kann und noch weitergeben und so. Aber nee, ich genieße das genauso wie du, Erika, dieses nicht mehr müssen, sondern können. So wie ich jetzt, wie gesagt, mit Begeisterung wieder an meine Olivenbäume gehe. Jahrelang habe ich das als Last empfunden, dass ich die machen muss, ja, und jetzt freue ich mich schon drauf. Und ich spreche ein bisschen mit den Bäumen und frage ihn dann, was soll ich denn dir jetzt wegnehmen und so, sag mir das doch mal und so. Ich weiß, es ist irgendwie Quatsch, aber es ist auch irgendwie kein Quatsch, ne? Also gleichzeitig. Ja. Bevor unser Zoom angefangen hat, war mein Mann kurz, hat kurz reingeschaut und hat gesagt, du, ich habe jetzt gerade einen ganz coolen Satz gehört, vom Mut, seine Perspektive zu wechseln. Und das ist was, wo ich auch sage, also das ist was mich auch reizt. Also ja, das ist auch innere Arbeit, der Mut, seine Perspektive zu wechseln und mit anderen Augen zu gucken. Also wie ich jetzt zum Beispiel auch, so wie ich sage, jetzt, da saß ich beim Arzt ganz unten, die hat mich gar nicht gesehen, also vorm Tresen und ich saß da halt so im Rollstuhl und also einfach solche Erfahrungen, wo ich mir gedacht habe, naja, jetzt bitteschön, hier bin ich. Und ja, also das, also ja, das, da gibt es so viel noch zu erfahren auch.
Ja, und das nach innen gehen, das ist, da ist die Insel, wo wir waren, da gibt es sicher andere Inseln, wo das auch ist. Aber wir haben da in den Pods gewohnt und das ist wie Zelte aus Holz und die sind ganz komfortabel, aber ganz klein und du hast nur winzige Kochgelegenheit und ein paar Betten und eine Fußbodenheizung, was super ist, wenn draußen der Sturm und der Regen ist. Aber es ist winzig und die ganze Insel ist irgendwie vergleichbar. Das Pod ist wie ein Mini-Haus und die Insel ist wie eine Mini-Welt. Und es erleichtert so das nach innen gehen, auch wenn ich rausgehe in die Natur oder so. Ja. Sie heißt Heilige Insel und man weiß da nicht genau, was ist so heilig dran, aber es hat einfach eine ganz besondere Qualität. Jeder erlebt es irgendwie anders. Aber das nach innen gehen, das ist wirklich an manchen Orten einfach leichter. Umsonst sind die viele nicht irgendwo Eremiten geworden oder sind halt Teilzeit-Eremiten manchmal oder so. Also das ist schon ganz wertvolles Erleben. Und witzigerweise auch das Schlechtwetter. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen nach Österreich und da ist immer nur schön und warm und wunderbar, ich genieße es. Aber dieses Schlechtwetter macht ganz eine andere Innenatmosphäre, ja. Dieses Sturm und Regen und dann hast du ja kein Klo in dem Pott, dann gehst du nur aufs Klo, wenn es nicht regnet, weil sonst wirst du ganz nass beim Klo gehen und so. Aber man ist verbunden mit der Welt, also mit der natürlichen Welt, ja. Und das, ich denke mal, das, also mir war richtig leid, da wegzugehen. Ich muss da, glaube ich, noch irgendwann wieder mal hingehen. Selbstreflexion ist ja auch, wir sollten doch eigentlich heute auch über den Umgang anhand von Spiral Dynamics oder so und Selbstreflexion, welche Art Selbstreflexion fängt irgendwann an, ne? Da ist die von der Postmoderne, die ist wichtig, um ins Integrale reinzukommen. Die innere Selbstreflexion über die eigenen Gefühle, über die eigenen Muster, Verhaltensmuster, Gedankenmuster und so. Also zum Thema Selbstreflexion, da habe ich letzte Woche was gehört und das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Und das ist eigentlich, klingt es sehr trivial. Ich weiß jetzt den genauen Zusammenhang nicht mehr. Das war irgendwie auch so wie so ein Partnerseminar. Und da war die Frage, würden Sie sich selbst heiraten? Und ich habe eigentlich irgendwie so, wo ich mir so spontan gedacht habe, ja. Aber wir kommen jetzt die ganze Zeit Zweifel und für mich ist das so eine coole Frage, weil wenn man da, also für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, und da, das ist jetzt, mit der beschäftige ich mich jetzt seit ich das gehört, eine Woche immer wieder und das bringt mich in eine richtige Selbstreflexion. Einfach, weil ich denke, ja, und warum zögerst du jetzt? Ja, dann kommen mir schon Sachen, warum ich das nicht machen würde. Und so, also das. Ja, genau, das ist jetzt eigentlich meine Beschäftigung. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn man wen heiraten kann, der oder die ganz anders ist. Schocke. Ja. Das bringt mich zu dieser, eigentlich zu dieser für mich ganz wichtigen Weiterentwicklung. Bei mir geht es nicht so sehr um, würde ich mich heiraten, sondern bin ich mit mir befreundet? Wann habe ich mich akzeptiert? Wann kann ich sagen, na, ich liebe mich, weiß ich nicht. Mir hat meine Freundin Margit, die ich einmal in der Woche wir coachen uns sozusagen einmal in der Woche immer Montag früh und als es mir mal schlecht ging und sie dann so gesagt hat, ich soll mich nicht vergleichen, wo ich dann gesagt habe, hey, vergleichen erreicht mich nicht, das ist eine mentale Beschwichtigung. Und dann hat sie mich, weil wir enden dann immer mit 5 Minuten eine Dyade, also so hören wir immer auf, sie kriegt eine von mir und eben, und sie hat mich dann überrascht mit der Einladung, mit dem Inquiry, dich großzügig lieben. Und das begleitet mich jetzt, weil ich eben, das berührt mich und ich, also für mich ist es diese Frage,
kann ich mich endlich annehmen, so wie ich bin, mich lieben, aufhören, mich zu kritisieren, all diese Dinge. Also das finde ich einen der wichtigsten Prozesse. Und das großzügig finde ich ganz schön, weil ich habe jetzt gerade gedacht, ich finde das auch so schön. Also ich habe zum Beispiel einen Onkel gehabt, der verstorben ist und der alles wirklich bewusst erlebt hat und bewusst geteilt hat. Und ich habe das wunderbar gefunden und habe mir gedacht, mei, so möchte ich sterben können. Und dann gibt es aber viele andere Leute, inklusive meine Mutter oder auch der Josef ist nicht so ein bewusster Mensch, ja. Die Großzügigkeit auch ins Herz reinzunehmen. Und wenn jetzt die Bewusstheit kein Ziel von dieser Person ist, kann ich der Person kein Bewusstsein aufoktroyieren. Ich kann das für mich machen, aber ich brauche die Großzügigkeit auch übers Herz zu die Person zu akzeptieren oder respektieren. Wenn man sie gerade nicht mag, dann halt zumindest respektieren. Aber das mit der Großzügigkeit, das ist cool. Danke, Anna. Habe ich schon einige angesteckt. Ihr wisst ja, ich mache jeden Tag in der Früh eine Diade und das ist eine, die begleitet mich jetzt eben seither. Ich finde Liebe, das eröffnet dieses Großzügige, das ist eine Fülle. Also da ist dann nicht knapp, sondern großzügige Liebe. Also für das hat ein anderes Ausstrahlen und strahlt zurück. Ja, mein erster Gedanke, als du Erika eben gesagt hast, würde ich mich selbst heiraten, war dabei, muss ich denn perfekt sein, um verheiratet zu sein oder damit jemand mich will oder so, muss ich für mich selbst perfekt sein. Und ihr habt das ja jetzt sehr schön auch dann weitergesponnen. Wie bin ich mit mir selbst, Freundin, großzügig, liebe ich, Selbstliebe, ja, und kann ich mich so annehmen, kann ich mit meinen Fehlern konstruktiv umgehen mit meinen Schwächen, würde ich vielleicht noch hinzufügen. Und das ja, für mich hat es noch ein bisschen eine andere Note. Also ich denke mir, ich kann mich selber so für mich, ich komme mit mir und auch mit meinen Fehlern, glaube ich, ziemlich gut klar. Aber wenn jetzt da, sage ich mal, noch jemand quasi da ins Spiel kommt, also bei mir hat es nur so eine andere Konnotation noch. Also das sich selbst Freund sein und sich selbst annehmen und sich die Wertschätzung und Liebe geben und so, das für mich, also für mich persönlich hat das jetzt nochmal einen anderen Aspekt, aber den kann ich jetzt auch nicht so mehr so, kann ich mich so jemandem zumuten? Also ich komme ja. So mit meinen, sage ich mal, man wird ja auch, oder ich werde immer eigener auch, und wo ich sage, kann ich das, diese Art und ist das, ja, ihr wisst, was ich meine, kann ich das jemandem zumuten? So das? Das ist ein Wort, das mir auch immer wieder gekommen ist. Bin ich eigentlich noch zumutbar? Ich lebe ja auch sehr lange schon alleine, ne? Ja. Und eine Frage, die ich mir immer wieder, ja, bin ich tatsächlich nicht mehr zumutbar oder nur mir selbst? Komme ich wirklich nur mit mir selbst? Kann ich nur mit mir selbst in Frieden bleiben, wenn da niemand ist, der an meinen Schwächen oder Fehlern Anstoß nehmen könnte? Zu dem zumutbar würde ich ganz gerne auch was teilen. Meine Mutter hatte diesen, sag mal, den Komplex, dass sie sich nicht zumuten kann oder darf, oder sie wollte ja nicht irgendwie. Ne? Und das hatte aber genau eigentlich das gegenteilige Effekt auf die Leute um sie herum, weil sie sich so rausgenommen hat aus allen. Man hat dann praktisch keinen Zugang mehr gekriegt. Und es vielleicht war das gerade die Zumutung, dass sie meinte, sie ist nicht zumutbar, weil dann die Beziehung irgendwie nicht mehr da war und immer weniger wurde. Und die ist ja, am Ende hat sie sich zugemutet und wahrscheinlich aber, indem sie praktisch gar nicht mehr, sie wurde immer weniger und immer versteinerter, sagen wir es mal so. Nicht? Ja. Aber ich wollte nur sagen, also wenn man sich gar zu sehr zurücknimmt,
und nicht zumuten will, ist sicherlich auch nicht das Richtige. Ja, ihr Lieben, wir sind praktisch, haben schon ein Stündchen über das Altern. Spiral Dynamics ist ein bisschen kurz gekommen, aber ein paar Mal haben wir ja drauf Bezug genommen. Aber es war eine schöne Austausch. Mögt ihr gerne noch ein Checkout oder ein Resümee oder was ist für euch aufgetaucht oder was auch immer ihr abschließend noch sagen mögt? Ich bin vorhin noch rausgegangen, habe bei einem Buch geschaut, das mir eine Freundin empfohlen hat, habe es mir gebraucht, besorgt. Das ist das hier. Und das heißt, so viel Energie, Künstlerinnen in der dritten Lebensphase. Also das sind die Niki de Saint-Phalle, also das ist eine Generation, die ist schon länger nicht mehr aktiv, aber das sind eben Modelle, Lebensmodelle, eben wie kreativ Frauen, Künstlerinnen waren. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass jetzt schon immer mehr Interesse daran besteht, diese eigene Kreativität als Quelle auch ja, der individuellen Ausrichtung und Kraft letztendlich zu kultivieren. Habe ich das Gefühl. Da lebst du doch voll, Anna, also was du machst. Da bist du doch Role Model oder Vorbild mit Malen und mit dem, was du machst oder okay. Erzählst auch und tanzen und sich gegenseitig coachen und auch deine Arbeit. Jetzt, wie heißt Human Design und die Team. Genau. Ich meine, was willst du, also wo noch mehr? Also würde ich jetzt so sagen, also ich mache einen Bruchteil von dem, was du da jetzt eh schon ins Außen bringst und also. Ich habe jetzt, ja, das ist ein eigenes Thema, weil ich immer nur das Gefühl habe, ich stehe noch unter Leistungsdruck, weil ich ja einfach in meinem Leben so viel subjektiv empfunden habe durch meine großen Schübe, wo ich halt nichts hingekriegt habe. Aber ich habe im Sommer jetzt zum Beispiel, also meine Schafe mache ich und so, finde ich auch ganz schön, dass ich dann durch die 64 Hexagramme durchs Jahr gehe. Das ist ein ganz schöner Leitfaden. Aber zum Beispiel habe ich mir eben Workshops geleistet, Töpfern, also sprich Bildhauerei eigentlich, nicht Schüsseln. Und dann habe ich eben wirklich Figuren gemacht mit den Händen. Und da merke ich eben, also ich bin schon sehr interessiert in dieser Hinsicht, ja, meine Kreativität noch mehr auszuleben. Ja. Ja, kreativ. Ich möchte Kreativität aber nicht reduzieren auf Malen, Töpfern, Bildhauerei oder ähnliches, gell? Man kann mental kreativ sein, man kann emotional kreativ sein, man kann, es muss nicht, auch gerade im Alter, wenn man weniger, wirklich vielleicht weniger durch weniger Kraft oder ja, oder so körperlich aktiv sein kann, kreativ sein kann, dass man wirklich, dass es wirklich auch andere Bereiche gibt. In Beziehungen kann man kreativ sein, wie man Beziehungen gestaltet. Also ich denke, da kann man noch ganz vieles finden. Ich habe zum Beispiel, ich habe früher getöpfert, viel gemalt, ich habe ganz vieles. Und das ist es nicht mehr bei mir. Da geht keine Motivation mehr hin, außer wenn ich mit Kindern mache. Vielleicht ergänzen, was ich spannend finde, ist, es geht gar nicht ums Produkt. Sondern es geht ums Kreativsein. Und ich mag das bestätigen, es geht nicht um Malen, Zeichnen oder eben mit Ton was formen, sondern es geht um diesen Prozess, eben selber schöpferisch zu sein, wie auch immer man das, wie weit es gehen kann. Und da, also diese Dimension, sozusagen einen Aspekt des Göttlichen auszuleben. Fragt es mich nicht, wo ich das her habe, aber ich fand den Gedankengang total spannend, dass es nicht um das Endergebnis, sondern um den Prozess geht. Ja.
Ich finde es sehr schön, was die Marie-Rose jetzt gesagt hat. Mit dem möchte ich weitergehen. Und von der Anna, mit Anna, die Großzügigkeit im Umgang mit sich und mit den anderen. Und was ich auch behalten möchte fürs Alter, ist diese innere Dankbarkeit. Zum Beispiel mein Opa, wie der alt worden ist, der war immer so dankbar für alle, die ihm irgendwas gemacht haben und hat denen das einfach ganz nett gesagt im Spital. Die haben nicht mehr alle voll gern mögen, weil er einfach dankbar war, wenn die Schwester irgendwas gemacht hat und so. Und so die Dankbarkeit, die möchte man erhalten. Also die. Ja. Und bei mir ist es der Blick für die Schönheit, den ich mir erhalten möchte. Als ich heute, wo war ich, weiß ich nicht mehr, aber als ich nochmal über Land, als ich zurückgekommen bin, die Landschaft habe ich bewusst nochmal und immer wieder bewusst, die Landschaften gefallen mir unglaublich gut, die Schönheit, der Blick für die Schönheit. Der Blick für die Schönheit der Natur und auch für die Schönheit von Menschen und Tieren. Das möchte ich mir erhalten. Ich glaube, das ist wichtig für mich. Da kann ich mich anschließen. Das Wunderempfinden über die Natur. Jetzt sind bei mir wieder einige Pflänzchen rausgekommen, ganz von selber, die sich ausgesamt haben von roten Rüben und Rucola und weiß der Kuckuck was. Und da gucke ich die an und freue mich immer drüber. Und zerr das nicht raus, sondern weil es nicht ordentlich steht, sondern ich lasse die und dann jeden Tag gehe ich gucken. Ja. Das möchte ich mir auch erhalten. Man kann das mit Wunder der Schöpfung oder des Lebens vielleicht, das Wunder des Lebens, das möchte ich. Und Dankbarkeit würde ich gerne noch ein bisschen besser kultivieren können, mögen wollen. Ich Ich bin möchte noch dankbar. einen Aspekt einbringen für mich, was mir jetzt gerade kommt. Und wenn ich hilflos und zappernd und krank im Rollstuhl lande, bin ich auch ein Aspekt Gottes und ein Wunder der Schöpfung und Dankbarkeit ist für mich auch einfach ein ganz großer Schlüssel. Und der wird sich dann wahrscheinlich an dem auch messen, wenn es dann wirklich zur Sache geht. Und da habe ich meinen Schwager, leitet ein Altersheim und der sagt, ab 80 ist wirklich, da geht es einfach nochmal so zur Sache, da fängt es an, auch dieser Alterungsprozess. Und das ist ja jetzt so, auch was wir auch so reden, ist einfach für mich auch so ein bisschen die Vorbereitung. Und ja, also genau, das möchte ich schon einfach den anderen Aspekt eben auch einbringen, dass das nicht immer alles, wahrscheinlich nicht immer alles so ganz wunderbar und toll wird. Und trotzdem in Dankbarkeit bleiben und in Würde und da eine gewisse Haltung dazu haben. Und ja, das ist das, was mich so beschäftigt, auch in dem Zusammenhang. Gut, und weil wir bei der Dankbarkeit sind, ich bin dankbar, dass ihr heute da wart und dass wir das miteinander gesprochen haben. Macht es gut. Bis zum Ja, ihr auch, nächsten gell? Mal. Es Ja. war für mich auch eine Freude. Schön. Ich auch. Ja. Tschüss. Okay, schlaft's gut. Ciao. Ciao.